Eine Welt ohne Angst. Das ist eine Vision, die wahrscheinlich viele Menschen haben und die ja, wir uns aber vielleicht auch schwer vorstellen können, denn gerade in den letzten Jahren durften wir erleben, wie sehr Angst uns prägt und was man durch Angst auch letztendlich alles erreichen kann. Und umso schöner finde ich es, dass dieses Buch, was ihr kurz am Anfang gesehen habt, jetzt in die Welt gekommen ist, auf dem Markt ist und ja, Geschichten und Inspirationen bietet, mit diesem Thema besser umzugehen. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass die liebe Silvia heute hier ist und sie ist auch Co-Autorin in dem Buch und sie möchte oder hat sich bereit erklärt, hier mit mir für euch darüber zu sprechen, warum sie hier ist. Hallo Silvia. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, sehr schön. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und ja, dass du Lust hast, hier darüber zu sprechen, über deinen Beitrag in diesem Buch. Es ist ja ein Buch mit verschiedenen Geschichten, die, glaube ich, auch sehr unterschiedlich ist. Das Lustige ist, dass wir alle sie noch gar nicht gelesen haben von unseren Mitautorinnen, da das Buch noch ja, auf dem Weg zu uns ist. Und von daher wird das jetzt sehr spannend, weil ich weiß auch noch gar nicht, was Silvia in diesem Buch in die Welt gebracht hat. Und ich würde dich jetzt bitten, Silvia, stell dich doch erstmal kurz vor und dann würde mich wahnsinnig interessieren, wie war denn deine Motivation, bei diesem Buchprojekt dabei zu sein? Ja, ich heiße Silvia. Ich arbeite als Mentorin für die Selbstliebe. Das ist so mein absolutes Toll. Lieblingsthema, den Menschen dabei zu helfen, bei ihrer eigenen Beziehung zu sich selbst, ja, Zuversicht, Sicherheit, Liebe zu finden und so den besten Freund und den schönsten Liebhaber in sich zu entdecken. Oh, wunderschön. Ja, und darum geht es. Und Liebe und Angst, das sind so zwei Pole, die sich ja in sich begegnen. Und als die Bettina mit diesem Thema kam, mit dem Thema Angst, da hatte ich irgendwie keine andere Wahl. Ich musste da mitmachen, obwohl nicht alles in mir schrie, juhu. Aber es war, ja, es war so ein Drang da einfach mitzumachen. Ich habe gar nicht lange überlegt, ich habe das gesehen, ich habe sofort Ja gesagt und sofort losgelegt. Und plumps war ich in dem Projekt mit dabei. Sehr cool. Ja, so geht es wahrscheinlich vielen. Also bei Ja. mir war es tatsächlich auch so, als ich Bettina damals kennengelernt habe für ein erstes Projekt, ja, dass ich einfach gespürt habe, da möchte ich dabei sein und dass sich so viel daraus ergibt, hätte ich gar nicht gedacht. Ist das das erste Projekt, wo du jetzt hier mit dabei bist? Ja. Sehr schön. Und direkt gleich so ein schweres Thema. Ja, es ist wirklich ein heftiges Thema. Ja, magst du mal ein bisschen erzählen? Also natürlich jetzt nicht den Inhalt deiner Geschichte oder deines Beitrags, denn das soll ja bitte dann gekauft und gelesen werden. Aber ja, erzähl doch vielleicht erstmal, wie war denn so für dich der Schreibprozess? Wir haben da ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Und das ist ja für jeden immer ganz anders. Und hat dich das auch vor eigene Herausforderungen gestellt oder floss dir das einfach so leicht von der Hand? Wie war das für dich? Für mich war das schwierig, wirklich. Also, das war, als würde ich ein 5-Kilo-Kind in mir tragen. Und dieser Geburtsprozess war sehr schwer. Es war überhaupt nicht einfach, weil die Angst mich mein Leben lang so begleitet hat und wirklich in meinem Leben sich extrem gezeigt hat. Also, ja, Angst kennt jeder. Und ich würde sagen, dass derjenige, der dieses Buch kauft, hat wahrscheinlich ähnliche Erlebnisse gehabt wie ich, dass ihm die Angst irgendwie an etwas hindert. Und dass die Angst das Leben hässlicher macht oder unschöner macht. Oder in meinem Fall war das sogar so, dass es wirklich Leid verursacht hat, weil die Menge an Angst so groß war. Und wenn die Angst so präsent ist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als sich mit dir auseinanderzusetzen und zu gucken, wie bringe ich das so in Gleichgewicht, dass mir das Leben gefällt, dass das Leben schön ist, dass ich morgen früh aufstehe und mich freue, dass ich da bin und dass ich das Leben genieße. Und das war in meinem Fall ja nicht der Fall. Also ich habe wirklich Angststörungen erlebt.
Die Angst war in allen Schattierungen und in der vollsten Stärke, die man sich nur vorstellen kann, da. Und sie baute mir so eine Art Gefängnis, in dem ich mich dann befand. Deswegen war es gar nicht einfach, irgendwie auch bei diesem Buch mitzumachen, weil jeder Co-Autor, der dabei war, ist mit seinem eigenen Prozess mit reingegangen, mit seiner eigenen Geschichte. Und das waren alles Geschichten, die nicht angenehm sind. Mhm. Es war einfach nicht leicht. Trotzdem bin ich froh, dass ich dabei war und bin auch froh, dass die Essenz, diese Botschaft, die durch diese Erfahrung entstanden ist, dass ich es geschafft habe, das in diese Geschichte mit hineinfließen zu lassen. Weil es gibt einen Weg hinaus. Ja. Und der muss ja nicht schwierig sein. Man muss da, dieser Klick muss passiert sein. Und was ist da dieser Zauber? Und was ist die Angst überhaupt? Und warum sie überhaupt da ist? Und ich habe geschaut, ich bin die Letzte sozusagen. Ich im Buch, meine Geschichte kommt zuletzt, weil sie heißt, liebe Angst, ich danke dir. Also der Schluss von diesem Prozess heißt, ich danke dir, ich erkenne dich an, ich sehe, was du für mich tust und wie ich dir begegnen kann, dass wir Freunde sind. So, ja. Das ist toll, ich habe gerade voll die Gänsehaut gekriegt, weil natürlich auch ich kenne massive Ängste in meinem Leben. Bei mir war es gerade die Verlustangst, die mein Leben auch wirklich über viele tatsächlich Jahrzehnte sehr begleitet hat. Und ich kann es inzwischen nur unterschreiben, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Ich bin auch so dankbar für diese Angst, auch wenn sie mir in der Zeit ja viele Probleme bereitet hat oder mich auch vor... ja, mir manche Erfahrungen einfach nicht ermöglicht hat. Dennoch bin ich so dankbar, weil es einfach mein Weg war und weil es mich einfach als Seele auch auf dieser Welt so viel weitergebracht hat. Und das ist, wow, also ich find, das ist ein wunderschöner Titel. Und jetzt, das ist klar, dass du damit auch an den Schluss des Buches gehörst sozusagen, weil unser Buch soll ja auch Mut machen. Es soll ja auch einfach zeigen, die unterschiedlichen Facetten von Ängsten, aber eben auch zeigen, dass es immer Wege hinaus gibt und dass aber auch für jeden der Weg hinaus ein anderer ist. Ja. Und wie hast du für dich den Weg hinaus erlebt? Ich habe jahrelang das Gefühl gehabt, ich werde so drangsaliert, so, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwie Kontrolle darüber habe. Die Angst war da und sie hat mich einfach so ein bisschen so hier am Kragen gepackt und hat mich Leid erfahren lassen. Also ich habe nichts erkennen können, dass sie etwas Positives in sich trägt. Mhm. Ich hab so ein Bild von ihr gehabt, sie ist irgendwie so monströs und sie ist böse und sie will mir was Böses, so ungefähr. Und deswegen wollte ich sie loswerden, ich habe sie bekämpft, ich habe Wege aus ihr gesucht, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, ich habe Workshops gebucht, wie man das halt so macht, meditiert, bla bla. Und dann war ich bei einer Familienaufstellung dabei und für mich war klar, so heute begegne ich dich, ich will nicht mehr, ich will einfach dir gegenüberstehen, ich will mich stellen und ich will dich fragen, was soll das, warum bist du so omnipräsent und immer dabei? Und wenn man so bei einer Familienausstellung ist, bei denen, die das noch nicht erlebt haben, da melden sich Leute, die sich berufen fühlen. Und dann stand ich da, so, wer möchte meine Angst spielen? Und dann steht so ein junger Mann auf. Richtig hübsch, sogar auch noch. Und so gut riechen, so überhaupt komplett das Gegenteil dessen, was ich so von dieser Angst so... dieses Bild hat er damit zerstört. Er steht auf, so, ich spüre deine Angst. Und wärst du nicht? Du bist ja eigentlich Symbol für Liebe oder was auch immer, aber Angst. Schon das hat mich so irritiert. Und dann standen wir uns so gegenüber und ich konnte endlich diese Frage stellen, so, was willst du von mir die ganze Zeit? Und er guckte mir in die Augen und sagte, ich will dich beschützen. Ich bin da, um dich zu beschützen. Und ich so, was? Oh Gott!
du willst mir was Gutes? Der so, ja. Und dann stellen wir uns da und wir haben uns umarmt und ich habe diesen tollen, er hat echt so gut gerochen. Und dann war es echt minutenlang gedauert, bis ich es verstanden habe. Mhm. Dass die Angst einen Sinn hat und dass die mir was Gutes will und dass sie so lange bleibt, bis ich eine Möglichkeit finde, einen anderen Schutz für mich zu suchen. Ja. Sie ist etwas, was, ja, wenn nichts anderes da ist, wenn keine Liebe da ist, wenn keine Zuversicht da ist, dann ist die Angst da. Ja. Und sie loszuwerden macht keinen Sinn, weil dann hätte ich ja gar nichts. Mhm. Also ich muss sie ersetzen. Das war der sozusagen der Startpunkt in den Armen von diesen Gudrichen. Ach, okay. Okay, du bist hier, um mich zu beschützen. So, und das hat diesen Klick gemacht, so einen freundlichen Blick drauf geworfen. Endlich konnten Lösungen kommen. Nicht nur so ein ewiger Kampf, so, sondern ja, ein anderer Blick an die Sache. Hm. Mega spannend, gerade das, dass du herausgefunden hast, dass die Angst eben da war, um dich zu beschützen, weil es gibt ja durchaus auch Angst, die gut ist, die Angst, die wir einfach in uns tragen, zum Beispiel, wenn wir wissen, dass wir in Todesgefahr sind, dann ist die Angst gut. Wenn man auf der Straße steht und da rollt ein Auto auf einen zu, dann sollte man in dem Moment der Angst nachgeben, dass einem das Leben genommen werden kann, wenn man jetzt nicht zur Seite geht. Diese Angst ist gut. Nur diese vielen Ängste, die wir ja vielleicht auch aufgrund einfach der gesellschaftlichen Strukturen, die wir uns geschaffen haben, die wir uns machen, dass wir so viel Angst und Sorgen uns machen über, ja, auch über unsere Existenz, statt zu verstehen, dass wir hier auch beschützt sind. Und ich finde das einen sehr schönen Gedanken, auch zu sehen, dass die Angst auch ein Schutz sein kann. Und dass man sie einfach, ja, wie du gesagt hast, in den Arm nehmen kann. Ja. Dass man die Angst umarmt und dadurch einfach merkt, hey, sie will mir im Grunde gar nichts Böses, sondern sie ist da, um mir etwas zu zeigen. Und würdest du sagen, dass Angst und Liebe zusammengehören oder würdest du das trennen? Wie siehst du das? Ja, ich habe die Angst sozusagen selbst eingeladen in mein Leben. Das ist ja der Witz. Mhm. Du musst dich beschützt fühlen. Du musst ja irgendwie, als wir sind zerbrechliche Wesen, uns können wirklich jeden Tag etwas zustoßen. Das ist einfach so. Mhm. Und wir haben auch wirklich vergessen, woher wir kommen, also haben wir auch diese Ungewissheit, was mit uns passiert, wenn es uns nicht mehr gibt, das alles gehört dazu. Und man sucht sich Strategien, damit umzugehen. Und das war meine Strategie, diese Wahl habe ich wahrscheinlich getroffen, da war ich noch ein Baby oder so. Also sie ist ja nicht von außen gekommen, um mich zu piesacken, sondern ich war diejenige, die sie immer eingeladen hat, gesagt, beschütze mich, weil ich fühle mich unsicher. Und dann war das an mir, eine neue Wahl zu treffen und mir eine neue Strategie zu erlauben und jemand anderen oder eine neue Energie zu erlauben, mich zu beschützen. Also wenn das nicht die Angst ist, dann ist das etwas anderes. Hm. Und die Liebe ist für mich das Gegenteil der Angst. Wenn die Liebe nicht da ist, dann ist Angst da. Sie ist so ein Lückenfüller, so ein Gefühl habe ich dazu. Hm. Also wenn die Verbindung zu dir selbst nicht da ist, wenn die Liebe nicht da ist, dann kommt die Angst, um damit irgendwas da ist. Also man bleibt nie wirklich leer. Mhm. Also statt sozusagen darauf zu schauen, wie werde ich dich endlich los, liebe Angst, habe ich geguckt, wie komme ich an neue Ressourcen? Wie komme ich an die Liebe heran? Und umso mehr die Liebe floss, umso weniger los die Angst, ja. Und sogar dieser freundliche Blick auf die Angst hat es schon verändert, weil da war schon die Liebe da. Wir haben uns ausgesöhnt, sozusagen. Und das war der erste Schritt. Also, statt etwas loszuwerden, lieber zu gucken, was fehlt mir, was hätte ich lieber stattdessen. Ja. Auf diese Weise, ja, an die Sachen heranzugehen
Und dann plötzlich öffnen sich Wege, öffnen sich Lösungen, genau. Plötzlich sieht man Dinge, die man vorher nicht gesehen hat, plötzlich gibt es neue Möglichkeiten, Ideen und dann, ja, dann ändert sich alles. Ja, das ist ein wunderschöner Ansatz, weil wenn man etwas bekämpft, dann wird es ja auch nur mehr, weil man den Fokus einfach darauf legt. Und es wird immer größer, es wird immer noch mehr und irgendwann erscheint es unüberwindbar und man hat das Gefühl, man kommt gar nicht mehr raus. Wenn man aber einfach sagt, hey, wie ist der Weg hindurch oder wie ist der Weg drumrum oder auch oben drüber oder wie auch immer, wenn man sich das jetzt wie so einen Berg vorstellt oder so, dann zeigen sich auch die Wege und zeigen sich auch die Möglichkeiten. So habe ich das damals auch erlebt, als ich mit meiner Verlustangst dann so heftig konfrontiert wurde, dass ich wirklich nur noch gebetet habe, mir endlich zu zeigen, wie ich da rauskommen kann, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Und dann kam die Lösung oder der Weg, den ich dann gehen durfte. Es ist ja nicht so, dass man sagt, schwupps, da ist die Lösung und dann ist alles gut, sondern es ist ja dann ein Weg, den man geht, ein Prozess, der in Gang kommt. Aber dieser Moment kommt einfach. Und ich finde das einen ganz, ganz tollen Gedanken, eben zu sagen, ich bekämpfe es nicht, sondern ich nehme es an und schaue, was will es mir sagen und darüber einen Weg zu finden, ist dann eben zu minimieren oder auch damit zu lernen, umzugehen, weil, wie ich auch schon sagte, also in meiner Welt sind gewisse Ängste eben auch wichtig und ganz natürlich. Also ich habe mal von Menschen gelesen, die sowas zum Beispiel überhaupt nicht kennen, weil sie auch keinen Schmerz empfinden können. Ja. Und das kann sehr gefährlich sein, weil dann dieser Urinstinkt von jetzt ist es einfach besser wegzurennen oder aus der Situation zu gehen, der ist dann nicht da und das kann tatsächlich zu sehr gefährlichen Situationen führen, wenn man auch gar keine Angst spürt, nur diese übermächtige Angst, die uns eben leiden lässt. Ja. Dass ich darüber reden will, darum geht es auch in diesem Buch, so das neue Gleichgewicht zu finden. Ja. Und ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber meine Angst machte sich immer so riesengroß so, und gab mir immer das Gefühl, ich kann dir nichts anhaben. So, ich beschütze dich jetzt, ob du willst oder nicht. So, du gehst jetzt da in die Ecke und ich mache das jetzt so. Anders beschreiben soll. Mhm. Und in meinem Fall ging es darum, wirklich so viel Ressourcen aufzubauen und so viel Selbstbewusstsein, so viel Liebe anzunehmen, dass dieser Punkt kommt, wo ich mich stelle, ihr in die Augen schaue, jetzt brauchst du es nicht mehr. So, jetzt kannst du gehen. Ich stelle mich jetzt, egal welches Gesicht du mir zeigst, egal was passiert, ich bleibe da und ich rücke nicht von der Stelle. Und dann wird aus diesem Riesending wird's immer kleiner und kleiner und dann winkst du nur so. Ja, und das war auch ein Prozess, das passierte immer wieder und das passiert jetzt noch, dass ich Momente habe, aber man wird ja geübt, irgendwann weiß man das. Okay, jetzt ist wieder Zeit, sich zu stellen, jetzt bin ich wieder stark genug, die nächste Angst einfach zu verabschieden. Ja, genau. Weil ich habe jetzt die Ressourcen aufgebaut, um die Dinge anders zu machen. Ja. Also würdest du auch das so, weil so empfinde ich das auch, ich würde niemals sagen, ich bin komplett angstfrei, weil immer wieder auch Situationen kommen, auch bei meinem Thema Verlustangst kommen auch immer noch mal wieder Situationen, wo ich damit konfrontiert werde, aber ich weiß inzwischen, wie ich damit umgehen kann. Würdest du auch sagen, dass es eben nicht so ist, dass wenn man dieses Thema einmal gelöst hat, dann ist es für immer weg, sondern es kommen immer mal wieder Situationen, aber man kann damit umgehen und die Angst beherrscht einen nicht mehr? Genau, und es ist auch so, dass wir in einer Welt leben, wo die Angst omnipräsent ist. Das muss man sich wirklich bewusst machen, dass wenn ich jetzt irgendwo in irgendeinem Kloster in Timbuktu leben würde, wo nichts passiert, wo die Nachrichten mich nicht erreichen, wo die Leute diese Ruhe haben, dann würde es mir natürlich viel einfacher, würde ich damit wahrscheinlich gar nicht konfrontiert werden, wozu auch. Aber ich lebe in einer anderen Welt. Und gerade im Moment das ist mir jetzt echt ein Anliegen, das zu sagen, durch die neuen Medien werden wir ja unter Angst und Schrecken versetzt, also auch absichtlich. Also die Angst ist wirklich überall, deswegen ist das auch so toll, dass es dieses Buch gibt. Ja. Weil die Angst so lähmend ist. Genau. Und sie vernebelt den Verstand. Und sie lässt dich Dinge machen, die absolut unlogisch und unvernünftig sind. Ja. Und sie kann wirklich giftig und toxisch sein.
Und das alles im Bewusstsein zu haben und diese Stärke zu haben, wie gehe ich damit um? Weil wir leben hier, wir sind nicht irgendwo im Dschungel, wo es uns, sondern wir sind mitten in dieser Gesellschaft. Und das ist auch mutig, hier zu bleiben und sich dem zu stellen und das wirklich auch zu verändern. Das sehe ich auch so. Und ich denke auch, dass wir alle, die wir eben auch hier in dieser Gesellschaft so leben, wie wir leben, uns das eben auch ausgesucht haben. Also das ist ja eben meine große Überzeugung, da ich ja eben auch mit Reinkarnationstherapie arbeite, mit früheren Leben und einfach der Meinung bin, dass unsere Seelen eben bestimmte Erfahrungen einfach machen möchten. Und dazu gehört eben auch jetzt momentan in einer Welt zu leben, wo von allen Seiten Angst gemacht wird. Hat man in den letzten 2 Jahren auch gemerkt, auch die Menschen, die eine andere Meinung hatten als das normal oder das übliche Narrativ, auch diese Menschen haben oder sind für meinen Geschmack übers Ziel hinausgeschossen. Sie haben zwar versucht, vielleicht auch aufzuklären, aber sie haben wieder andersrum Angst gemacht. Ja. Es geht in allen Bereichen nur um die Angst. Und du hast gerade so schön gesagt, die Angst ist so lähmend. Und das ist genau das, wie ich es damals persönlich für mich erfahren habe. Und was wir ja auch in den letzten Jahren gesehen haben, dass ja wirklich unser Leben in gewissen Phasen fast komplett stillstand, was man sich ja gar nicht hätte vorstellen können, dass das jemals möglich ist. Und das ist ja gekommen, weil einfach diese Angst so wahnsinnig im Feld war, in allen Bereichen und in jeglicher Hinsicht und das einfach zu verstehen, dass es da aber immer einen Ausweg draus gibt und dass man dass man einfach mit der Liebe, ich möchte nicht sagen, dagegen geht, weil dagegen ist wieder eine Energie, die nicht gut ist, aber dass man einfach mit der Liebe versucht, diese Wand aus Angst zu durchdringen und zu sagen, hier, und die Liebe ist letztendlich das, was zählt in jeglicher Form. Und wo die Liebe herrscht, da hat die Angst tatsächlich kaum mehr ihren Platz. Und da wird sie einfach auf das Maß schrumpfen, auf das sie gehört und wozu sie gut ist, wozu sie richtig ist, weil auch wenn unser Buch ja heißt, eine Welt ohne Angst, ist ja ein kleiner Teil Angst dennoch gut, weil wir haben eben auch diese Polarität. Ja. Wir leben in einer Welt von Gegensätzen. Und deswegen darf sie ja auch sein und darf auch angeschaut werden, nur sie darf uns einfach nicht beherrschen. Und das, das ist etwas, was... Ich habe den Eindruck, dass die Gesellschaft um mich herum so ein bisschen das erlebt, was ich die Jahre vorher erlebt habe, diese Extreme, weißt du? Ja, ja. So wirklich so schon an die Grenze von Angst zu gehen und dann, Und ich fand den Weg aus dieser Angst dann heraus, als die Gesellschaft wirklich extrem in diese Angst gegangen ist. Und jetzt ich bin eine von diesen Menschen, die einen neuen Weg suchen und einen neuen Weg finden und den beschreiben. Und dann stehen solche Bücher wie unser Buch, das einfach nur weitergibt, weil es werden viele einfach folgen. Es ist so wenn eine Situation so ausartet und so extrem wird, bringt sie immer irgendwas Neues heraus, so eine Geburt von etwas Neuem, weil du kommst ja aus deinem Alltagstrott einfach heraus und du hast keine andere Wahl, als neue Wege zu suchen. Genau. Hätte die Angst mich nicht so gepiesackt und wer hätte sie nicht diese Stärke gehabt, dann hätte ich mich wahrscheinlich dafür interessiert, welches Auto ich mir nicht so sehr kaufe oder so. Aber die hat mich ja nicht normal leben lassen. Sie hat mich gezwungen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die ich wahrscheinlich gar nicht beachtet hätte. Also es ist ein großes und ganzes, ja. Ja. Wir sind einfach die Pioniere, die den Weg so ein bisschen zuerst gehen und die nachkommen, wenn es einfacher haben. Und jetzt wird es immer, die Zeit ist gekommen, dass sich die Dinge ändern. Ja. Genau, und deswegen musste auch dieses Buch und auch generell die Bücher aus dem Seelenbuchverlag einfach wirklich in die Welt, um zu zeigen, einfach die Möglichkeit zu zeigen, dass es einen Weg gibt und einfach um den Mut zu machen, zu sagen, schau doch einfach mal, tritt ein Stück beiseite, wenn du kannst, wenn man in der Angst wirklich drinsteckt, ist das ja oft sehr, sehr schwer, aber und dann einfach zu sehen, okay, es gibt immer Wege daraus und zu sehen, wenn andere Menschen das geschafft haben, dann kann ich das ja vielleicht auch.
Und das finde ich so, so wahnsinnig wertvoll an diesen ganzen Büchern, die einfach bei den verschiedenen Themen, die ja eben auch zu groß, zum großen Teil immer noch Tabuthemen sind, über die in der Gesellschaft einfach nicht gesprochen wird, dass die eben da beleuchtet werden und einfach aufgezeigt wird, nein, es gibt Wege und es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Und ja, es war sicherlich jetzt einfach auch nach dieser ganzen Zeit genau der richtige Zeitpunkt für dieses Buch, um zu zeigen eben, dass wir nicht in der Angst erstarren müssen, sondern dass es eben einfach Wege gibt, sich da rauszugraben und dass das nicht einfach ist. Ich glaube, das wird jeder bestätigen, der diese Wege gegangen ist. Und dass das auch Zeit braucht, ist auch völlig klar. Aber es ist eben möglich, wirklich diese Themen für sich so zu lösen, dass man sagen kann, hey, jetzt, jetzt habe ich ein ganz anderes Leben und diese Angst, also ich persönlich, wie gesagt, Verlustangst, ich habe einfach keine Angst mehr, jemanden zu verlieren, weil ich weiß, dass das sowieso nicht geht, weil sich meine ganze Einstellung verändert hat und weil die Muster, die dafür gesorgt haben, dass diese Verlustangst mich so im Griff hatte, geheilt sind. Und deswegen ist diese Verlustangst einfach nicht mehr existent. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass ich nicht dennoch auch das Thema Ängste durchaus nochmal hin und wieder kenne. Aber ich bin ja auch ein Mensch. Aber es ist eben, ja, es hat eine ganz andere Qualität und das ist das, was so wichtig ist. Ja, und die Bücher im Seelenverlag, die schauen auch immer, dass die Energie stimmt so und dass sich die Energie ergänzt. Also es geht ja nicht nur um die Wörter, die man liest, sondern es geht um das Bewusstsein dahinter. Und das ist so, ich weiß nicht, womit vergleicht das, also wenn man das liest, als würde man so ein Update zulassen. Ja. Das Heilung ermöglicht oder Erkenntnisse ermöglicht, so immer so individuell auf denjenigen, was er gerade braucht. Genau. Die Schwingung dieser Bücher, ja. Ja, und sie finden dann auch einfach die Menschen, die sie in dem Moment einfach brauchen und die Menschen, die Hilfe suchen, finden die Bücher. Und das ist einfach, ja, finde ich auch ein ganz, ganz tolles Werkzeug und wunderschön, da dabei sein zu dürfen. Ja, und auch ein sanftes, das ist ja, genau, so. Genau, ganz genau. Ich bin immer so diejenige, die so gerne sanft vorangeht und in Ruhe und so. Ja, genau. Ja, das finde ich auch immer so toll. Genau. Ja, ganz wunderbar. Silvia, ich freue mich schon mega darauf, dein Buch zu lesen. Ich bin ganz gespannter, das Buch in den Händen. Ich bin auch total gespannt. Ich hoffe, es kommt schon diese Woche. Ja, ich hoffe auch. Ja, genau, dass wir in diesem ganzen Paket halt. Das ist es. Ja. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier da bereit warst, darüber zu sprechen, weil es ist ja auch, es kostet ja auch immer Mut, sich mit diesen Themen in die Öffentlichkeit zu begeben und zu sagen, hier, ich habe dieses Thema in meinem Leben gehabt, ich habe unter massiven Ängsten gelitten und ich würde dir wahnsinnig gerne einfach das Schlusswort überlassen, vielleicht magst du einfach hier den Zuhörern noch was mitgeben oder was dir gerade einfach so kommt. Was mir einfällt, ich weiß nicht warum, aber ich muss an meinen Sohn denken, der ist jetzt 7 Jahre alt und der, wenn er mal richtig viel Angst hat, wir hatten mal so einen Moment, wo er sich nicht getraut hat, eine Rutsche runterzurutschen und ich mir echt Angst, Zeit genommen habe, ihm da durchzuhelfen, damit er rutscht, damit er da nicht hängen bleibt. Und ich sage ihm immer wieder, du brauchst der Angst nicht wirklich zu glauben. Also jedes Wort, das die Angst sagt, heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Es sind Wörter oder es sind nur Empfindungen, aber es ist wirklich die Wahrheit. So, das ist das Schlusswort von mir. Wunderbar. Okay.